ich habe mich heute aufgemacht ins Kloster Plankstetten, beziehungsweise genauer gesagt auf den Staudenhof. Das ist die Landwirtschaft vom Kloster Plankstetten und mit mir ist hier Frater Richard. Ja, herzlich grüß Gott. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Das Kloster Plankstetten und besonders der Staudenhof, was macht das denn eigentlich aus? Ja, der Staudenhof ist unsere landwirtschaftliche Grundlage für das ganze Wirtschaften vom Kloster, der schon seit 1129, seitdem das Kloster besteht, zum Kloster gehört. Und seit 1994, dem wir biologisch wirtschaften, organisch-biologisch, nach den Biolandrichtlinien. Schauen wir uns das doch gleich mal an. Frater Richard, Sie haben hier im Durchschnitt so um die 65 Mutterkühe. Was bedeutet denn das ökologische Wirtschaften hier? Ja, natürlich, dass der Stall offen ist. Ein Rind ist eigentlich ein Steppentier. Und wenn man ökologisch wirtschaften, dann muss man schauen, dass der Betriebskreislauf geschlossen ist, also nichts Fremdes aufnehmen muss, dass er vitale, gesunde Tiere hat. Und das ist am besten, wenn es die Witterungseinflüsse ausgesetzt sind, so wie jetzt, dass sie immer in der frischen Luft haben. Normal sind sie untertags auf der Weide, aber früh und abends werden sie zugefüttert, weil das sonst nicht reicht. Und dann immer im Grün füttern, das ist ganz wichtig, weil die Kühe aber abwechslungsreiches Futter wollen und vom Grünfutter hat viel Vitamine und Mineralstoffe auch. Der Ackerboden spielt bei Ihnen ja auch eine ganz wichtige Rolle. Der Ackerboden ist die Grundlage unseres Lebens. Es ist ganz entscheidend, dass die Pflanze vital gesund im Boden wachsen, dass das gesund ist. Natürlich ist entscheidend auch die Fruchtfolge. Aber wichtig ist auch der Boden, dass er schmeckt hat. Und je besser, dass der schmeckt, umso vitaler wachsen dann auch die Pflanzen drauf. Und hier im Hofladen kann man die Produkte vom Hof dann direkt kaufen. Ja, wir verarbeiten unser Getreide ja selber oder wenn wir anbauen, den wir selber verarbeiten, auf der Heimmühle vermahlen lassen und dann in der Bäckerei verpacken und dann packen wir unser wunderbares Klosterbrot raus und das gibt es natürlich im Hofladen dann zum Kaufen oder auf die verschiedenen Märkte. Um die guten Produkte vom Hof zu genießen, gibt es hier in Plankstetten die Klosterschenke und das schaut ja auch schon wirklich gut aus. Ja, und jetzt verabschiede ich mich von Ihnen und vielleicht schauen auch Sie mal im Kloster Plankstetten und im Staudenhof vorbei.